Moin moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr aus Beton ganz einfach und schnell Dekopilze basteln könnt. Ich zeige euch mal das ein bisschen aus der Nähe. Also das sind also richtig rustikale Pilze und die habe ich jetzt hier schon so ein bisschen dekoriert. Ich habe jetzt hier einfach mal welche im Blumentopf reingesteckt mit Sand drin, um euch zu zeigen, dass sie auch unterschiedlich sind und auch die Größen ganz unterschiedlich. Und die Pilze, die könnt ihr im Blumenkasten dekorieren oder im Blumentopf. Ich habe hier jetzt so eine Pflanztasche gemacht. Ihr könnt die aber auch ins Blumenbeet stecken. So, nun möchte ich gar nicht lange schnacken, sondern euch zeigen, wie ich mir meine Dekopilze aus Beton gebastelt habe. Und wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Meine Pilze habe ich mir hier schon mal so ein paar Äste zurechtgelegt, die ich mir gesammelt habe. Dann habe ich mir hier schon so ein bisschen Moos. Wer möchte, kann natürlich auch noch so Dekosteinchen nehmen. Dann habe ich hier so ein paar kleine Nägel und einen Hammer. Dann habe ich hier ganz normalen Sand. Da könnt ihr entweder Vogelsand oder Spielsand nehmen. Und dann eine Betonmischung. Ich habe hier jetzt so eine Fertigmischung. Ihr könnt euren Beton natürlich auch selber machen mit ein Teil Zement und zwei Teile Sand. Dann braucht ihr natürlich noch Handschuhe und Wasser. Als erstes nehme ich mir hier meine Äste und schlage mir hier oben so einen kleinen Nagel rein. Und zwar mache ich das dafür, dass das auch wirklich nachher im Beton hängen bleibt und der Stiel sich nicht lösen kann. Ich zeige euch das nochmal. Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen, dass der kleine Nagel wirklich hier im oberen Stück einfach nur eben so ein bisschen reingeschlagen ist. Jetzt mache ich mir meine Pilzform fertig. Der Sand, der muss wirklich gut feucht sein und den drücke ich jetzt hier so ein bisschen fest. Das mache ich einfach jetzt so mit der Faust so ein bisschen. Und jetzt nehme ich mir einfach einen Stock, stecke den hier rein und drehe das hier einmal so rum. Dann habe ich mir schon mal so ein bisschen eine Grundform. Und dann kann ich das mit dem Finger hier jetzt noch so ein bisschen nacharbeiten, je nachdem, wie groß der Pilzkopf werden soll. Man kann das dann nochmal hier so ein bisschen rumgehen. Dann kriegt man eigentlich schon mal eine ganz gute Form. Und dann drücke ich das noch so ein bisschen platt und versuche dann noch mit dem Finger die Seiten so ein bisschen glatt zu drücken. Kann man noch einmal so mit dem Finger so mit beigehen. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Hilfsmittel nehmen und euch eure Form da reindrücken. Aber ich mache das eigentlich immer ganz gerne mit dem Finger. Jetzt nehme ich mir mein Moos und die nicht ganz so schöne Seite, die guckt nach innen und die schöne Seite hier kommt außen am Sand rein. Und das drücke ich da so ein bisschen fest. Und dann gucke ich mal, wie viel ich da von meinem Moos hier reindrücke in den Sand. Und dann habe ich jetzt schon meine Form hier fertig. Und jetzt rühre ich mir erstmal meinen Beton an. Und jetzt kann ich mir meinen Beton hier schon einfüllen. Ich nehme mal gerne einen Löffel. Und dann mache ich das ein bisschen vorsichtig, damit mir das Moos nicht ganz so verrutscht. Und dann fülle ich hier das erstmal auf. Ich mache das mal ganz gerne, dann titsche ich da so ein bisschen mit dem Löffel so drauf, dann verteilt sich das ganz gut. Dann ist das auch schon fast fertig. Und dann kann ich mir meinen Stiel nehmen und den da vorsichtig reinsetzen. Drück das nochmal an. Und wenn das so ein bisschen hin und her wackelt, dann kann man das noch mit so anderen Hölzer noch so ein bisschen so daneben stehen. Dann kann man das wegstellen zum Trocknen. Wer das Ganze lieber mit so Glasstein machen möchte, drückt jetzt die Glassteine hier rein. Ich nehme das immer, dass die runde Seite vom Glasstein hier reingedrückt wird. Und dann kann ich gucken, wie viele Steine ich hier drin haben möchte. Und drückt die hier erstmal alle so rein. Und dann kann ich auch wieder meinen Beton nehmen und den dann auffüllen. So, dann klopfe ich wieder ein bisschen mit meinem Löffel drauf. Und dann kann ich mir meinen Stiel nehmen. Na, hier vorne noch einmal ein bisschen glatt streichen.
und vorsichtig reinstecken. Und dann kann man da dann auch wieder, wenn das nicht stehen bleiben sollte, dieser bleibt hier zu stehen, da vielleicht noch an der Seite noch so ein bisschen was hinlegen, damit der Stiel nicht verrutscht. Meine Pilze haben jetzt 2 Tage im Sandbett getrocknet. Da habe ich die schon mal rausgehoben und jetzt kann ich den groben Sand hier, ich habe so eine alte Bürste, den Sand damit runterbürsten. Man sieht, er ist noch ziemlich dunkel, also ganz durchgetrocknet ist er noch nicht. Jetzt kann ich den noch mal weglegen und ganz durchtrocknen lassen. Das sind jetzt hier meine fertigen Pilze. Ich habe die jetzt hier einfach so im Eimer mit Sand reingesteckt. Da kann man das, glaube ich, ein bisschen besser sehen. Ihr seht, die sind auch alle unterschiedlich groß. Hier vorne, das sind jetzt so ganz große. Hier hinten, das sind die mit den Glassteinchen drin. Hier habe ich auch noch so welche ohne Moos gemacht. Und hier sind auch wieder welche. Ihr seht, die sind auch ganz unterschiedlich und sehen auch unterschiedlich groß aus. Die sind jetzt ganz durchgetrocknet und es kann losgehen mit dem Dekorieren. Dann könnt ihr die ganz toll entweder im Blumenkasten reinsetzen oder ins Beet oder sonst so als Deko benutzen, wo man die richtig schön reinstecken kann. Ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Anregung geben, was man mit Beton noch so alles basteln kann. Ich hoffe, ihr bastelt fleißig nach. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Eure Zementwolke.